liebe Gäste unseres Transconnect Anwendertages. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen. Wir führen den Anwendertag heute zum 10. Mal durch. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen aller Mitarbeiter der SGL Projekt AG, des Vorstandes, natürlich der Transconnect-Entwickler und nicht zuletzt auch unseres Organisationsteams. Besonders begrüßen möchte ich auch unsere Gastsprecher, die uns sehr geholfen haben, ein vielseitiges Programm für heute zusammenzustellen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es immer eine recht mühsame Sache ist, einen Vortrag zusammenzustellen, auch wenn es nur für eine Viertel oder eine halbe Stunde ist. Man muss sich allerhand überlegen und es ist Arbeit. Und deswegen jetzt mal schon ganz herzlichen Dank für alle, die hier mit einem Vortrag zu unserem vielseitigen Programm beisteuern. In der SGL Projekt AG gibt es seit mehr als 20 Jahren das Betätigungsfeld Integration. Und fast genauso lange beschäftigen wir uns mit dem Produkt TransConnect. Der Thorsten hat schon sehr prägnant geschildert, was mit TransConnect alles geht. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie das Ganze begann. Wir haben damit begonnen, in einem Fertigungsunternehmen SAP mit der Nicht-SAP-Umgebung zu koppeln. Das war eine ganz dringliche Forderung. Damit haben wir gestartet und als das Ganze zum Laufen gebracht war, haben wir dann ganz schnell gespürt und die Erfahrung gesammelt, dass sich das schnell verallgemeinern lässt und dass man jegliche Software-Systeme eigentlich mit ähnlicher Technologie verkoppeln kann. Und damit war sozusagen die erste wichtige Erfahrung, Doppelauffassung, wie sie in der Softwarewelt, wie wir sagen können, bis heute nicht beseitigt wurde, kann mit einer solchen Technologie wie TransConnect eben sehr gut bewältigt werden, was zu großen Einsparungen führt. Neben der Einsparung, der Thorsten hat es auch vorhin schon sehr gut gesagt, ist es dadurch auch möglich, Prozesse zu beschleunigen und vor allen Dingen auch die Datenqualität zu verbessern. Enterprise Application Integration war damals das große Schlagwort. Die Schlagworte haben sich mit den verschiedensten Anwendungsszenarien, die in diesen Jahren zustande gekommen sind, natürlich immer mal wieder geändert. Also nach ERI kam dann Business Process Integration. Das ergab sich einfach daraus, dass man eben von einfachen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zu ganzen Prozessketten gekommen ist, was man mit TransConnect natürlich auch sehr gut unterstützen kann. Dann verlief also die Entwicklung unter der Überschrift Business Process Integration. Und sie hat sich dann weiterentwickelt in Richtung Datenintegration mit Data Warehouse Zielstellung, zusammengefasst unter dem bekannten Schlagwort ETL-Prozesse. Es kam das Event-Processing dazu. Also die Entwicklung war eine sehr bunte in diesen Jahren. Und besonders in den letzten Jahren gibt es Trends, von denen wir davon sprechen, wie Industrie 4.0 oder eben jetzt der letzte wichtige Trend. Vieles oder sagen wir besser, manches kommt in die Cloud und das wiederum generiert neue Anwendungen auch für TransConnect, weil die Mehrheit der Architekturen sind hybride Architekturen. Das bedeutet, nicht alles, was an IT bei einem Kunden stattfindet, liegt in der Cloud, sondern im Allgemeinen sind die Applikationen verteilt, was zu hybriden Architekturen führt und natürlich wiederum für TransConnect eine interessante Anwendung darstellt. Die erhöhten Anforderungen an Datenqualität haben dann das Thema Master Data Management in die Welt gebracht. Auch das wird heute Thema sein. Und schließlich eben der schon genannte jüngste Trend. IT in der Cloud bedeutet auch TransConnect in der Cloud und mit Hilfe von TransConnect mit der Cloud operieren. Was immer die Herausforderungen waren in den 20 Jahren, sie haben sich ständig entwickelt und verfeinert. Eins ist immer geblieben, und das hat der Thorsten eigentlich schon deutlich gemacht in der Einführung, es geht immer darum, Datenaustauschereignisse zu managen mit intelligenter Transformation, das ist sehr wichtig, zeitgerechter Durchführung von Realtime bis zu irgendwelchen zeitgesteuerten Zielstellungen, und einer hohen Zuverlässigkeit. Das sind die wichtigen Herausforderungen, die ein Produkt wie TransConnect natürlich immer
erfüllen muss. Und das Ganze soll natürlich auch einfach zu entwickeln sein. Es geht ja nicht nur darum, dass das alles funktioniert irgendwie, sondern es geht darum, dass man das Ganze auch mit vertretbaren Aufwänden erreichen kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch am TransConnect. Dafür steht das Produkt. Es war immer Ziel unserer Entwicklung, die Entwicklung so zu machen, dass der Anwender selbst mit dem Produkt operieren kann, seine Anwendungen ständig selbst ausbauen kann, wenn er dazu gewisse Mindestvoraussetzungen erfüllt. Interessant ist, dass wir trotz sehr neuer Trends in der TransConnect-Anwendung immer noch den Zustand haben, den wir am Anfang hatten. Nämlich bis heute, und das ist besonders eine mittelständische Erscheinung, bis heute gibt es zahlreiche Unternehmen, die einfach mit dem Problem zu kämpfen haben, aufgrund verschiedener Softwaresysteme Daten mehrfach erfassen zu müssen. Und es ist heute, wie vor 20 Jahren, immer wieder ein interessanter Effekt, dass man sagen kann, mit wenigen Tagen TransConnect-Einsatz kann man dem Anwender enorm viel Zeit und Aufwand sparen, Datenqualität dabei erhöhen und Prozessbeschleunigung erreichen. Nun, an dieser Stelle möchte ich nun gleich übergehen und das Wort an den Stefan übergeben, der sich insbesondere mit den modernen Trends in der TransConnect-Anwendung einführend beschäftigen wird. Ja, naja, wieder Gott sei Dank und zu meiner großen Freude einen Haufen neue Gesichter hier dabei sind, die ich noch nicht so kannte und die mich auch nicht kennen. Gemeinsam mit dem Herrn Gärtner, der irgendwo da hinten sitzt, sind wir in der Vorstandsnachfolge. Und freuen uns natürlich auch, dass der Jürgen Bittner uns weiter kräftig in seiner Rolle als Aufsichtsrat und auch hier als Moderator unterstützt. Das soll es aber schon zu meiner Person gewesen sein. Ansonsten habe ich mir gedacht, ich fange mal andersrum an. Da ja so gegen Nachmittag dann immer so ein paar dann schon wieder auf dem Heimweg sind, bedanke ich mich schon mal gleich am Anfang fürs Kommen und fürs zahlreiche Erscheinen. Wir waren ein bisschen überrascht und überwältigt, wie viele Leute wir jetzt zusammentrommeln konnten, wie groß das Interesse ist, wie viele sich den Tag auch im vierten Quartal, wo ja doch durchaus bei dem einen oder anderen echt rein nun ist, sich die Zeit nehmen, hier vorbeizuschauen und zu gucken, wie kann mir dieses Produkt helfen, wie können wir vielleicht die inspirierenden Ideen der anderen Kunden und Partner helfen, um zu gucken, was man da vielleicht im nächsten Jahr mit machen kann. Großes Dankeschön an unsere Kunden, vor allen Dingen die, die heute auf der Bühne stehen, aber auch die, die uns jahrelang bei dieser Entwicklung des Produktes so aktiv unterstützen, indem sie uns Feedback gegeben haben, indem sie uns gesagt haben, was sie sich wünschen, was wir nicht so gut gemacht haben. Wie der Jürgen schon sagte, da ist eine bunte Entwicklung passiert in den letzten Jahren und es ist aus unserer Sicht ein sehr, sehr praktikables Werkzeug entstanden, wo wir natürlich auch mit ihrer Hilfe gemeinsam weiterentwickeln wollen. Das Gleiche gilt natürlich bei den Partnern. Ich vergleiche den TransConnect immer mit einem Schweizer Taschenmesser, wo man doch sehr, sehr viele verschiedene Sachen mitmachen kann und man braucht immer irgendwo einen Spezialisten, der sagt, das ist genau der Anwendungsfall, den kann ich richtig gut, den können andere nicht, weil ich kann gar nicht so viele Leute um mich rumscharen oder auch selber nicht das Krankenhaus und die Industrie und den Verlag und was man dann noch alles mit dem TransConnect branchentechnisch abbilden, kann ich gar nicht alles vertrieblich und auch beim Kunden erklären. Großes Dankeschön an das TransConnect-Team, was in einer strikten Vehemenz diese Anforderungen aufnimmt und umsetzt, was den Kunden sehr, sehr schnell hilft. Ich habe sehr viel positives Feedback in der letzten Zeit wieder von Kunden und Partnern bekommen, wie die Kollegen reagieren, wenn es dann doch mal irgendwo hakt oder wenn eine Frage existiert und auch für die Qualität des Produktes. Da kenne ich andere Sachen. Da glaube ich, da sind wir als Team auch sehr kurz und stolz drauf. Das Marketing-Team kriegt von mir auch nochmal ein großes Dankeschön, auch schon mal vorab für die Vorab-Organisation. Es würden hier nicht so viele Leute sitzen. Da haben wir doch Reichweite erzeugen können und auch Interesse wecken können. Das haben die Kollegen und Kolleginnen sehr gut gemacht. Und dann würde ich gerne mit einem kleinen Rückblick weitermachen, der vor allem auch so ein bisschen in die Richtung gehen soll, dass man Erfolge ja auch feiern soll. Wir haben uns im letzten Jahr einiges vorgenommen. Wir haben ein Roadmap vorgestellt für das Produkt. Wir haben mit Ihnen eine Feedbackrunde gemacht, die für uns sehr wertvoll gewesen ist, wo wir dann nochmal so ein bisschen rausgehört haben und rausbekommen haben, was denn von dieser Produktroadmap vielleicht wichtiger ist als was anderes oder was wir vielleicht ganz vergessen haben oder was wir vielleicht noch lassen können. Und da habe ich mal drei Sachen rausgepickt vom letzten Jahr, mal ganz bequem. Dann auch auf die entsprechenden Folien zurückgegriffen. Wir haben letztes Jahr schon gesagt, wir wollen das Thema Cloud bearbeiten
Wir wollen das Thema Industrie 4.0 bearbeiten. Wir wollen das Thema Business Process Management bearbeiten. Da fangen wir mit dem Cloud-Thema an. Das ist die Originalfolie von damals, wo wir uns vorgenommen haben, TransConnect dockerfähig, damit er wirklich in verschiedenen Cloud-Systemen lauffähig ist. Provisioning, Lizenzmanagement ist dann ein Thema. Pay-per-Use hört man bei Cloud-Modellen immer, geht das eigentlich bei TransConnect? Eine sichere Verbindung zwischen diesen beiden Welten, sag ich mal, zwischen On-Premise und Cloud und auch eine gewisse Cloud-Unabhängigkeit. Wir haben das nicht alles umgesetzt, das schon mal vorweg. Wir haben das Thema Docker sehr gut in den Griff bekommen. Das heißt, wir sind Cloud-ready für verschiedene Cloud-Systeme. Dieser sichere Up- und Downlink ist projektspezifisch umsetzbar, ist noch nicht im Standardprodukt enthalten, steht aber jetzt für dieses Jahr auf der Roadmap. Und wir sind in der Azure Cloud seit letzter Woche im App Store, also in dem Azure Marktplatz und im App Source Katalog drin. Dort kann man den TransConnect buchen und kann anfangen, Cloud-Integrationsszenarien damit zu realisieren. Das war die erste Cloud. Wir werden jetzt schauen, wie das ankommt. Es gibt weitere. Da gucken wir dann heute Nachmittag mal auf die Produktroadmap, wo wir hinwollen. Aber das ist ein Erfolg, den wir jetzt letzte Woche erstmal ein kleines Stück gefeiert haben und haben da aber jetzt medial dazu noch nichts gesagt. Das machen wir erst zum TransConnect-Anwendertag. Dass wir sagen, wir sind jetzt auch in der Cloud präsent mit dem Produkt. Dann haben wir das Thema Industrie 4.0, wieder die Originalfolie von damals, wo wir uns vorgenommen haben, näher an die IoT-Gateways ranzugehen, unsere Partnerschaften auszubauen, unser Instandhaltungssoftware-Produkt Mainsaver da wäre mit reinzuwandeln. Das haben wir sehr stark dialogorientiert gemacht mit den beiden Partnern, die da unten stehen. Monkeyworks ist nicht mehr Monkeyworks, sie sind von Elko gekauft worden, das ist ein Automatisierungstechniker, ein sehr großer mittlerweile, mit der 3D-IT. Die eher das Thema digitaler Zwilling in der Visualisierung bedienen. Hier sind wir jetzt Teil des Smart Systems Hub. Das hat vielleicht schon mal jemand von Ihnen gehört. Das ist diese Hub-Initiative, die Bundesregierung gestartet hat, um halt mit gezielten Investitionen die Digitalisierungsfähigkeit in Deutschland zu pushen. Und da hat Dresden im letzten Jahr auch einen Zuschlag bekommen. Und dort sind wir mit einem Drehl, das Konstrukt, wo die quasi Anwendungsfälle klammern, vertreten, nicht erschrecken, ich erkläre das jetzt nicht alles im Detail. Dort geht es um Smart Maintenance, da sind wir mit diesen beiden Partnern drin und es geht im Endeffekt darum, dass man das ganze Thema eines Wartungsvorfalles, eines Alarms, aber auch präventive Wartung, dass man das durch das Verbinden bestehender Datensysteme, sind wir wieder bei dem Thema, was der Herr Bittner schon angesprochen hat, dass man das so komfortabel gestalten kann, dass man halt diesen ganzen Wartungsprozess extrem beschleunigen kann. Wir haben dort mit dem, das gehört zum DE-Hub mit dazu, oder zum Smart Systems Hub, mit dem Digital Smart Events, die Jungs und Mädels aus dem Technologiezentrum auch schon die erste Veranstaltung gemacht, sind weitere in Planung, waren auch sehr gut besucht, um dort nochmal ein bisschen den Use Case dann auch zu forcieren. Und was wir gelernt haben, ist, dass der TransConnect gar nicht so dicht an die Maschinendaten ran muss. Die Stärke liegt eher in der Shop-Floor-Top-Floor-Integration. Aber da haben wir heute einen extra Vortrag dazu. Da haben wir einen ganz konkreten Kunden, mit dem wir dort schon die ersten Schritte gegangen sind, wo das genau in diesem Szenario sich bewegt. Hier nochmal ganz kurz zur Impression. Das war damals das Modell, das ist der digitale Zwilling. Wer schon mal beim Professor Reichelt in der HDW gewesen ist, das ist diese Modellfabrik, die da auch physisch steht. Die 3D-IT hat das mal nachmodelliert. Die nehmen dazu eine Spiele-Engine. Man kann da wirklich durchlaufen, wie man es auch vom Ego-Shooter kennt, halt ohne Waffen, und kann dort quasi auf die Messgeräte gucken. Das ist ein sehr interessantes Prinzip, um sich quasi auf den Wartungsfall, der jetzt vielleicht kilometerweit entfernt ist, schon mal vorzubereiten und zu sagen, ach stimmt, das ist die Maschine, muss ich das mitnehmen. War schon gerade losfahren, Ladung ist noch gar nicht abgekühlt. Also geht es zu weit. Drittes Thema, wir haben letztes Jahr gesagt, wir unterscheiden in Hell- und Dunkelverarbeitung. Hellverarbeitung ist da, wo ein Mensch macht. Das sind eher so die Workflow-Systeme, die Business Process Management-Systeme unterwegs. Und Dunkelverarbeitung, dort fährt man den TransConnect, der ganz schnell einmal automatisierte Prozesse durchführt, Systeme, die verbunden sind, miteinander abgleicht. Und uns fehlt so ein bisschen die Komponente, wo man mit dem Menschen in Interaktion tritt. Und da muss man so eine Make-or-Buy-Entscheidung fällen. Und wir haben damals gesagt, wir fangen eine Partnerschaft mit der Firma in Zweifel. Das haben wir auch gemacht und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, ein bisschen feiern muss man auch. Die Kollegen werden jetzt ein bisschen überrascht sein, aber ich bitte mal die Dorette Barnecoe, den Florian Mühle und den Stefan Krüger zu mir und ich bitte auch mal den
Herrn Kresse und den Herrn Jarisch nach vorne. So, warum? Letzte Woche hatte die Firma Inspire ihren Kundentag und dort haben wir einen Preis bekommen, den hat der Herr Gärtner dankenswerterweise entgegengenommen. Ich war ziemlich überrascht, ich war zu der Zeit im Urlaub und der Herr Jens schreibt mir, wir haben einen Preis gewonnen. Ich sage, wieso haben wir einen Preis gewonnen, wofür denn das? Und wir waren in der Tat der Partner von Inspire und die haben ganz schön viele, der am schnellsten performt hat. Und 3 Monate vom Kennenlernen bis zum aktiven Projekt. Und das ist natürlich ein Dank, der gehört natürlich zum großen Teil unserem Kunden Landrats am meisten, den wir heute auch noch reden hören und auch dem Team. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir überreichen jetzt mal formal den Preis, der nicht bei unserem Jens Gärtner in seiner CFO-Rolle bleibt, sondern ich gebe es mal dir, Robert, der ins Team geht. Das müssen Sie sich mal überhalten. Finden, wie man das vielleicht eine Woche in Meißen und eine Woche in Meißen stellen lässt oder sowas. Letzten Dank auch nochmal wirklich an Sie, weil ohne Kunden wäre das ja gar nicht gegangen. Ne? Auch wenn das Projekt noch läuft, sage ich im Vorfeld, wir sind noch nicht fertig, aber hier hat eine Firma gesagt, ihr seid top und das ist das Team, was da top ist. Ne? Also, gut. Dankeschön. Vielen Dank. So, TransConnect-Tag 2018, jetzt ist so bei solchen Veranstaltungen die erste Reaktion immer, packt mal bitte die Handys und die Laptops weg, ihr sollt aufpassen. Jetzt haben wir gesagt, wir drehen das mal rum. Wer twittern möchte, soll das bitte tun, hier ist das Hashtag. Deswegen gibt es auch WLAN, die meisten haben auch mittlerweile auch unbegrenzte Datenvolumina, und für Twittern braucht man nicht viel. Wenn jemandem was gefällt, wenn jemand eine Erkenntnis kommt, bitte twittern. Wir verteilen das dann auch gerne weiter. Das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wo es Kaffee und Getränke gibt, wissen Sie, da sind Sie, glaube ich, alle dran vorbeigekommen, genau in die Richtung können Sie das wieder wegbringen. Das ist ein bisschen schlecht zu sehen. Das Schild ist manchmal hinter der Säule versteckt, also einmal quer durch den Saal, da sieht man dann auch das Schild für die Toiletten. Wer außer Getränken noch Strom braucht für seine vielen Geräte, die er da mitgebracht hat, wie wir alle, da hinten in der Ecke ist ein Stuhl, da haben wir jetzt keinen Tisch mehr hinstellen können. Dort sind die verschiedensten Ladekabel. Wir haben versucht, die ganze Welt abzudecken. Wenn jemand ein MacBook mit hat, dann habe ich auch noch ein MacBook-Netzteil da. Also wenn jemand Strom braucht, kriegt man das auch dort geregelt. Gut. Worum geht es heute? Ich habe das noch mal ein bisschen aufgliedert. Der Herr Bittner hat es auch schon angesprochen. Mal zusammengefasst, es ist immer schwer, die entsprechenden Bilder zu finden, aber teilweise passt es ganz gut, denke ich. Wir haben ein Cloud-Thema, das habe ich selber ein bisschen in die Richtung geschoben. Da ist noch ein bisschen mehr drin. Industrie 4.0, Business Process Management, haben wir gerade schon mal den Preis gesehen. Ein Smart City-Thema, ich habe mich mal so ein bisschen auf die aktuellen Buzzwords konzentriert und das Thema DSGVO wäre vielleicht ein Dreivierteljahr früher mit einer größeren Resonanz unterwegs gewesen. Wir haben es trotzdem mit rein. Wir haben dort auch einen Partner mit auf der Bühne. Das ist die Interface Projects. Der Alex ist schon gekommen, da ist er. Dort haben wir jetzt in relativ kurzer Zeit, aber das wissen wir ja alle, dass es mit dem TransConnect nicht lange dauert, einen Anwendungsfall einfach mal realisiert, um den auch mal live zu zeigen. Ja, aber das ist dann die Überraschung für heute Nachmittag, wo er uns helfen kann. Ja. Worum geht es im Endeffekt in all diesen Anwendungsfällen immer? Ja, man kann das hier sehen. Hier steht das drauf, haben es aber nochmal hier drauf gepackt, Connect, Automate, Scale. Das ist ein Slogan, den wir uns vor einem Vierteljahr ungefähr dann überlegt haben. Es geht immer darum, Systeme zu verbinden. Es geht immer darum, dass man Prozesse über diese Systeme automatisiert. Und wenn man das beides geschafft hat, dann ist Scale, dann kann man skalieren, dann kann man das Geschäft skalieren, was man macht, da kann man die Anwendungsfälle skalieren, nicht nur das IT-System. Und wer die Event-App sich schon installiert hat oder gebookmarkt hat. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ein Feedback zu dieser Veranstaltung bekommen von Ihnen. Hat Ihnen die Organisation gefallen, haben Ihnen die Themen gefallen, welche Themen haben Ihnen gefallen, welche haben Ihnen vielleicht weniger gefallen. Das machen wir diesmal nicht im klassischen Papier, sondern dafür gibt es diese Event-App. QR-Code ist draußen noch mit dran. Oder hier in den Heften ist es mit drauf, wo
holen Sie sich die bitte einfach runter. Das sind auch alle Informationen zu den Sprechern, zu den Vorträgen drin. Da steht auch nochmal drin, wo die Toilette ist. Und wer uns das Update gegeben hat, kriegt als Dankeschön so ein T-Shirt. Drauf ist eine Kiste, da sind ganz, ganz viele drin. Das heißt, wer zeigen möchte, dass er TransConnect-Fan ist und uns das Feedback gegeben hat. Wenn die nicht reichen, bestellen wir nach. Es ist immer schwierig jetzt zu wissen, wer kommt und welche Größe, wie viel brauchen wir von S und wie viel brauchen wir von M und L. Wenn da irgendwas nicht reicht, dann bestellen wir nach. Gut, das war es von meiner Seite aus. Das war das, der Eröffnungsteil. Und nun steigen wir inhaltlich ein und der Jürgen Bittner wird uns sagen, wer und was.